Hallo allerseits und willkommen bei einer neuen Folge von Clanvolk. Schön, dass ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leisten wollt. Also, legen wir los. Jo, wir sind bald die Dächer abgeschlossen. Fehlt nicht mehr so viel jetzt. Hier da unten noch ein bisschen. Aber auch hier nimmt es Gestalt an, weil die... Oh, da ist noch was, was weg muss. Weil die da den Pfeiler gebaut haben. Vier Sekunden, vier pro Sekunde und sechs pro Sekunde, sehr schön. Also ein bisschen Glück sind die morgen schon, dass die sich anschließen wollen. Oder im Laufe der Nacht vielleicht sogar schon. Okay. Und die werden jetzt auch bald erwachsen. Also was heißt erwachsen? Die werden jetzt bald zu Kindern. Das heißt, man muss sich nicht mehr um die kümmern. Ich brauche dann aber tatsächlich auch die vier Betten dafür. Das heißt also, ich werde hier kein weiteres Lager hinbauen, sondern tatsächlich nochmal Wohnräume. Weil ich möchte die hier eigentlich schon als Gästequartiere lassen. Obwohl, nee, Quatsch, ist ja Blödsinn. Die kommen ja dazu. Nee, alles gut. Okay, dann... Dann gucken wir mal. Hier oben ist nichts mehr zu machen. Ja, hier könnten sie jetzt noch weitermachen, dann später. Wie sieht es denn hier aus? Da sind sie fertig. Das ist gut. Da kann man dann noch mal ein bisschen den Fokus drauf setzen. Genau wie halt hier. So. Okay. Ich habe jetzt 2,6. Ich habe jetzt 2600 Stroh. Da kommt noch mal ein bisschen was zu. Ich denke mal, so bei 4000 werde ich dann landen, wenn die das alles noch weggemacht haben. Und dadurch, dass die Dächer ja fast fertig sind über den Wegen, brauche ich jetzt eh nicht mehr ganz so viel. Das sind jetzt nur noch hier so ganz kleine Abschnitte, die da fehlen. Das heißt, ich werde auch nicht mehr groß was verbrauchen jetzt an Stroh. Hier noch rum, aber das ist dann nicht ganz so wild. Das sehen wir jetzt aber auch mal. Ich will das eigentlich fertig kriegen. Einfach damit ich mich hier nicht mehr drum weiter kümmern muss. Dann ist hier alles erstmal gemacht. Dann sammeln wir nachher noch die Äste. Vielleicht im Winter noch ein. Mal gucken. Bei den letzten Herbsttage. Und dann ist das auch in Ordnung. Dann beginnt wahrscheinlich so ein bisschen so die Freizeitphase, weil viel zu machen ist dann eigentlich nicht mehr wirklich. Im Winter ist dann nicht mehr was mit Anpflanzen, mit Abbauen. Also werden die wahrscheinlich einen Großteil des Tages einfach nur dumm rumrennen. Muss jetzt was anders noch bauen, kann ich auch nicht. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt hier noch die Wände auch noch mit... Siegel machen, damit das hübscher aussieht, aber mal gucken. Weiß ich noch nicht. Das wäre aber auch so das Letzte eigentlich, was ich hier so bauen würde. Wie sieht es denn hier mit dem Dünger aus? Okay, das ist noch schön grün eigentlich. Könnte ich eigentlich nochmal das Gras absäbeln, obwohl es ist gerade mal bei einem. Es lohnt sich nicht.
Das wächst jetzt auch nicht mehr groß, also von daher kann man sich das sparen. Dann wächst das halt im Frühling neu komplett. Das ist dann auch in Ordnung. Was ist denn hier? Okay, da ist ein bisschen mehr Gras. Ja, die Seen haben sie auch bald durch. Feuerhüten. Das ist das Schöne, selbst in der Freizeit kümmern die sich so ein bisschen um die Sachen. Die werden vielleicht wirklich heute Nacht schon sich wahrscheinlich anschließen, so schnell wie das hier hochgeht. Okay, 4 Gäste für die Nacht. Die nehmen wir auch gerne nochmal mit. Da, da und da. Sollen sich nochmal wohlfühlen. Okay, das passt dann. Sie können kommen. Es wird immer wuseliger bei uns. Hier sieht das eigentlich auch noch ganz gut aus. Wir haben noch genug Platz für den Dünger. So, dann gucken wir doch mal. Du darfst bleiben. Du darfst auch bleiben. Auch und du auch. So. Wie sieht's mit der Nahrung aus? Erstmal eine Ratte noch. Okay, wird schon wegtransportiert. Sehr schön. Nahrung. Okay, den Fisch haben sie schon gegessen. In Ordnung. Milch haben wir nichts. Wir haben tatsächlich momentan eigentlich nur die bisschen Fleisch. Und die getrockneten Pilze und die frischen Pilze. Ja, und die Eier, die keiner isst. Na gut. Ja, die Köttel könnte man mal wegmachen eigentlich. Ja, machen wir das mal weg erst. Könnte man ja mal einsammeln. Aber die werden wahrscheinlich dann bis morgen verdorben sein. Da ist noch Platz. Noch können sie die Sachen irgendwo hinbringen. Was ist denn hier? Stopp. Ach, ist schon soweit. Ja, aber natürlich darfst du bleiben mit Marjorie. Okay. Der Robert ist da. Und auch schon? Jawohl. Mit Simon. Gut. Willkommen in der Familie. Da wird also morgen nochmal 2 Doppelbetten gebaut. Das heißt, ich habe auch die beiden Zimmer direkt wieder frei. Ja, perfekt. Dann können wir die allerdings auch jetzt... Ja gut, jetzt lassen wir sie in der Freizeitphase, sonst wachen sie jetzt nochmal auf. Das muss ja nicht sein. Ich muss nur morgen dran denken, dass ich die dann in den normalen Arbeitsmodus versetze. Und hier scheint alles fertig zu sein. Jo. Da ist alles überdacht. Oben auch. Das ist sehr schön. Die Pilze haben sie auch geholt. Das heißt, wenn sie jetzt dann den See hier noch, die restliche Stroh abgebaut haben, dann werde ich tatsächlich morgen, übermorgen einfach noch die Äste sammeln, die es hier überall gibt. Oder beziehungsweise das nochmal hochsetzen. Das können sie ja gerne nochmal holen.
Gefällt mir. Und da hat es schon wieder eine Ratte erwischt. Das heißt, wir haben noch mal irgendwo welche. Oh ja. Okay, die setzen wir dann mal eben noch in den anderen Status. Damit das dann morgen verarbeitet wird. Direkt als erstes, weil das ist jede Menge Fleisch wieder. Okay, ist die da? Wird scheinbar gerade transportiert oder gefressen. Mal gucken. Die liegt da auf jeden Fall in der Falle. Okay, die hat es ins Lager zumindest geschafft. Wenn auch nicht sehr weit. Die anderen sind eigentlich in der Regel meistens vorher abgefangen worden. Das ist doch erfreulich. Das funktioniert also. Okay. Natürlich, jetzt, solange die Fallen natürlich jetzt belegt sind, können natürlich andere Ratten sich noch fröhlich bewegen. Gucken wir mal, wo da noch was rumflitzt. Wenn da noch was rumflitzt, mal gucken. Sieht eigentlich nicht so aus. In den Gästequartieren sind auch keine Ratten mehr. Ja. Was haben wir denn nochmal an Punkten? 10, 12, 12. Ja, okay, ist nochmal ein 25, okay. Ist doch nochmal okay, so. Da kann man nochmal mitarbeiten. So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.